Die Liebe zu Musik hört man in ihrer Stimme. Ich rede nicht von Whitney Houston, ich rede heute von meinem Gast. Andri Kosa ist eine Sängerin, wo Soul wohl mit ins Bett gelegt worden ist bei der Geburt. Herzlich willkommen bei Tide Session und bei Andri Kosa. I could have left while you slept last night. Yes, I could have walked down that hall into the light, but I chose not to go. Instead, I stayed just one more time, and I wish that I could know. Do you share this dream of mine? So I'll spread my wings for the two. The moon is my lover. Oh, the moon is my cover. And I walk by her light, by day and by night, just to be.
She's gone into hiding. Oh, the moon. No, she's no longer shining. For the things that she said were too heavy for some. She's broken her crown, her heart is undone. There will come a time when I will lose my mind, and you won't stand a chance, and I won't know to change. Once again, I find myself on the floor, just like in the other lines, and I fight the fear, and I hope that you don't walk in, 'cause I'm all dissolved, got to fade. But you don't hold the key, and you won't keep the love from me. I'm so appalled by the words as they leave your mouth. A fireball becoming a part of me.
Zu euch, ihr beiden Ladies. Hallo. Hallo, André. Hallo. Herzlich willkommen in meinem kleinen Wohnzimmer bei Tita's Session. Du hast aber jemanden mitgebracht. Ich habe Lillian Lyons mitgebracht heute. Und ja, wir spielen seit einigen Jahren, wenn es sich ergibt oder wenn es einen Kontext gibt, wo wir reinpassen, dann spielen wir sehr gerne zusammen. Das heißt, es ist kein gefestes Duo, sondern du bist flexibel, dich kann man mit ihr sehen. Genau, oh, manchmal komplett alleine, manchmal mit Lillian, manchmal haben wir noch einen Bassist dazu, manchmal Schlagzeug und komplette Tutti-Band dazu. Also mal so. Also kommt auf den Abend an oder auf den Rahmen, sage ich mal. Ich muss ja sagen, deine Stimme ist ja umwerfend. Ne? Also die haut ja wirklich alles da weg, was nicht bei Niet und Nagel irgendwie fest ist. Woher hast du das Talent mitgebracht? Beide meine Eltern waren musikalisch. Mein Vater war ein sehr guter Trompeter. Also auch schon in jungen Jahren war er sehr, also in dem Landkreis, wo er gewohnt hat, war er sehr, sehr bekannt. Und meine Mutter hat immer im Chor gesungen. Und insofern war es war immer Musik im Haus. Also entweder auf Radio oder mit Platten oder irgendjemand hat Klavier gespielt. Also hatte ich recht gehabt bei der Anmoderation, als ich gesagt habe, Musik ist ihr, seitdem sie in der Wiege ist, irgendwie beigelegt? Doch, also ja, doch, es war immer da. Und als ich dann angefangen habe, selber was zu trällern oder auf Sofatisch zu stehen mit einer Haarbürste, war es eine ganz natürliche Extension von das, was irgendwie schon vorhanden war. Und wann hast du erkannt, André, dass du auf die Bühne gehörst mit deiner Musik? Ziemlich, also ich glaube, ich war 9 oder 10, da habe ich das erste Mal, also da habe ich mein Klavier bekommen damals und habe Klavierunterricht angefangen. Und da hatte ich in Südafrika auch angefangen, so kleine Wettbewerbe. Wir haben immer so in Schulkreis, also in Schullandkreise hatten wir so Wettbewerbssituationen, wo man sich so hoch singen konnte. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mich immer ins nächste Dorf gefahren oder 5 Dörfer weiter oder mal 2 Stunden weg. Und haben wir da gesessen in einem Klassenraum mit anderen Kindern und man hat vorgesungen. Und dann kam man weiter oder nicht. Du bist ja Vollblutmusikerin, ne? Also wenn man die Songs, die wir ja gerade gehört haben, die sind ja aus deinen eigenen Federn. Two of Us, Moon, woher
hast du das genommen, dass du diese Songs, die du jetzt auch gerade hier performt hast und auch performen wirst in den nächsten zwei Sets, woher nimmst du die Inspiration? Also die kommen aus meinem Leben. Also ich glaube, wenn man mich gut kennt, also ich glaube, die Freundinnen, also meine sehr enge Freundinnen wissen alle, wovon ich da singe. Ich glaube, für mich ist Songwriting eine Art Reinigung. Also irgendwelche Sachen passieren und das muss raus. Und wenn ich irgendwas bearbeitet habe in einem Song, dann bin ich auch dann meistens wieder auf dem grünen Zweig und kann weiter hopsig und fröhlich sein. Jetzt haben wir nur englischsprachige Songs gehört. Ja. Du kommst ja aus Südafrika. Wird es auch mal den nächsten Mal einen deutschen Song geben? Traust du dich dran? Oh, ich habe tatsächlich einmal einen Song von Alexa Feser, die hat einen Song, das heißt Gold. Und den mochte ich so sehr und den habe ich tatsächlich mal einmal aufgenommen. Also den könnte ich jetzt heute nicht spielen, aber ich weiß nicht, ich höre den Akzent. Und das dann, was dich dann stören würde wahrscheinlich? Ich weiß nicht. Also jetzt, ich kann nichts anderes sagen, also es ist sehr nett mit dir zu plaudern. Aber ich will dich jetzt nicht irgendwie verunsichern. Ich singe jetzt mal Englisch. Genau, ne? Und lass dich wieder in deinem englischen Level sein. Liebe Tidal-Zuschauer, ich wünsche euch viel Spaß mit André Kosa und die zweite Session von Tidal Session. We're moving closer in this rugged air. My lips are cracked and your back is bare. Your heart is beating like a distant drum. My pulse is racing and my mind is numb. Sipping on the current, and in the mist appears the Cape of Good Hope, beckoning us close to disappear. Slipping on the currents and in the
Wow, wow, wow. Ich glaube nicht, ich weiß, dass Hamburg ist stolz auf euch beiden. Einmal auf so eine tolle Geigerin und einmal auf diese fantastische Stimme. Ich bin sehr froh, André, dass du heute bei mir bist, hier bei Tete Session. Es macht eine große Freude. Da wäre mir sonst was durch die Finger gegangen. Wir haben ja gerade über deine Songs gesprochen. Ja. Du schreibst sie selber. Kannst du dir auch vorstellen, für andere Künstler zu schreiben? Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld, die mich auf jeden Fall interessiert. Und ich bin dabei gerade, so, mich mit bestimmten Leuten in Kontakt zu setzen, also in Verbindung zu bringen, wo das sich vielleicht ergeben kann. Ich mache auch ein Songwriting Masterclass bald, wo ich dann auch hoffentlich auf andere Leute treffen und so ein bisschen netzwerken kann und mal schauen, ob das geht. Ich weiß nicht, bis jetzt schreibe ich ausschließlich alleine. Es kann sein, dass man sich dazu nicht eignet, mit anderen Leuten zu schreiben. Ich weiß nicht, lass es auf mich zukommen und schauen mal, was die Zukunft bringt. Du bist ja gar nicht mehr so ein ungeschriebenes Blatt hier in Hamburg. Einige Leute kennen dich bestimmt auch von einem anderen Projekt, Melting Pot. Genau. Genau. Was ist das?
Melting Pot ist eine Musikserie, die geboren worden ist vor ungefähr 10 Jahren, wo ich dachte, ich kenne so viele Musiker in Hamburg, aber man sieht sich nie, weil der eine ist da auf Konzert, der eine tourt hier. Und dann habe ich gedacht, man muss einfach eine Konzertreihe ins Leben rufen, wo die zusammenkommen. Und das Konzept sieht vor, dass ich 2 Gäste einladen, also Frontsänger. Und diese Sänger kommen am besten komplett ohne eigene Bandmitglieder, aber manchmal kommt auch einer mit, sein eigener Gitarrist oder whatever. Und ich stelle dann quasi eine Hausband. Also ich stelle den Schlagzeuger, ich stelle den Bassist, oder Lillian war schon mehrmals dabei. Und wir proben nicht so richtig. Also wir tauschen die Songs aus im Voraus, also ein paar Tage vorher. Und quasi nach dem Aufbau und wenn wir Soundcheck gemacht haben, dann spielen wir die Songs an oder sprechen sie kurz. Also es gibt natürlich Noten oder Sheets oder irgendwas. Und dann geht's los. Und dann spielen wir nicht, auch nicht 2 Sets, sondern ein langes Set, wo man sich immer abwechselt. Also jeder spielt 2 Songs. Also ich spiele 2 Songs, dann spielt der Gast 2 Songs und dann der andere Gast. Und so wechseln wir uns ab. Und der große Clou dazu ist, dass wir untereinander auch mitmischen, daher Melting Pot. Also Schmelztiegel. Na, das heißt, der Gast muss sich öffnen, andere Leute reinzulassen auf seine Musik, und auch der andere Frontmensch muss, also ich spiele dann zum Beispiel, weil Tom Klose war schon mal da zum Beispiel, oder John Fleming Olsen, ich spiele dann mit auf ein paar Songs Klavier, obwohl vielleicht auf der Aufnahme gar kein Klavier drauf ist. Also man, es entsteht an dem Abend tatsächlich neue Versions von Songs, und die dann auch in dem Moment wieder weg sind, weil die nicht festgehalten werden. Und das ist natürlich das Schöne dran, weil keiner fühlt sich, alle sind entspannt drauf und wissen, dass wir nichts filmen, falls es mal schief gehen sollte. Aber es ist noch nie was schief gegangen. Es war immer bis jetzt also viel Liebe auf der Bühne und Respekt und eigentlich immer ganz schön, ne? Also wenn man dich live hören will, soll man mal gucken im Internet, bei dir, Social Media, auf dem Instagram-Kanal. Melting Pot. Genau, Melting Pot Hamburg. Und ansonsten, wo können sich die Zuschauer demnächst sehen? Was ist so geplant? Tatsächlich im November spiele ich mit einer tollen, also ich habe eine Band, wo ich nicht Frontfrau alleine bin. Ist eine Coverband, was auch für mich neu ist. Mit alten Freunden von mir und Ärzte von mir, also ist ganz eine komische Gruppe. Und wir spielen Covers und ich bin am Keyboard und singe auch manche Songs. Und das ist am 16. November in The Box in Altona. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist super spaßige, rockige Musik und Covers. Also schön. Tide Session sagt danke, möchte jetzt gerne euch noch mal live hören. Session Nummer 3 mit André Kosa. Viel Spaß. I was walking in the morning, the sun was coming up, stars already falling, the eau de cologne, the club. I was wondering, were you flying, and did you catch your plane? Will you be coming back to me again? But this woman that you see, leaving broken hearts behind, that super girl, it's me, that's all you see. When I get home, thank you.
The sun was going down. This woman that you see, leaving footprints on your heart. That supergirl, it's me, that's all you see. When I get home, I cry alone. When you are gone, I sleep alone. I pick up the phone. Well, the moon is rising, she's walking the floor. Brain is grinding, she can't take any more. Food is slow and the nights are long. Woman aglow we need. Wine and soul. She nags into the room and she sees him standing at the bar and she needs to know one more time. While the moon is rising, she's walking the floor. Brain is grinding, she can't take any. She goes all alone and she begins to wonder why life is so empty and her body. She's walking the floor. Brain is grinding, she can't take anymore. Food is slow and the
she's walking the floor. Brain is grinding, she can't take anymore. Food is slow and the nights are long. Well, I'm gonna go. Time stood still, and the world so full of shiny people on the run, and I am not the only one on the ground. So I'll pick you up and drive you through the night, and the rain washes the dust away. It's all right, and I know, oh, we don't have time. When I hold just the same, just the same, just the same. When my glass is always full and the need to disappear will always be my pull, and the creatures of the
not the same.